Die Polizei in München fahndet nach einem unbekannten Mann, der am Dienstag ein 11-jähriges Mädchen vergewaltigt haben soll. Bei seiner Tat soll er eine Maske getragen haben, die das Mädchen bei der Befragung durch die Polizei als Wolfsmaske beschrieben haben soll. Das Mädchen sei am Dienstagnachmittag auf einem Verbindungsweg durch eine Grünanlage unterwegs gewesen, als sie auf den Täter traf. Ignaz Raab, Leiter Kommissariat Sexualdelikte. Er hat sie festgehalten, hat ihr den Schulranzen runtergerissen, hat sie zu Boden gebracht, hat ihr ihre Jacke übers Gesicht gelegt, hat sie dann ausgezogen und schwer sexuell missbraucht. Nach der Tat hatte er gesagt, sie soll mindestens noch 5 Minuten liegen bleiben. Er wisse, wo sie wohnt und würde sie gegebenenfalls sie und ihre Familie töten, wenn sie jemanden davon erzählt oder die Polizei informiert. Nach der Tat ging das Mädchen nach Hause und vertraute sich ihrer Mutter an, die unverzüglich die Polizei informierte. Die fahndet jetzt nach dem Täter. Er sei schätzungsweise 1,85 Meter groß und vermutlich mittleren Alters. Der unbekannte Mann hatte braune, kurze Haare. Das hat dem Mädchen unter der Maske so gesehen. Und er sprach akzentfrei Deutsch. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.